Genau richtig. So, herzlich willkommen jetzt zum letzten Live-Workshop für heute allerdings. Nur morgen früh um 10.30 Uhr geht es auch schon weiter. Und natürlich sind auch unsere Aussteller wieder alle da. Und die Deals sind natürlich auch noch gültig. Das heißt, wer morgen noch nichts vorhat, ist herzlich dazu eingeladen, vorbeizukommen oder aber natürlich auch einfach online mitzuschauen. Jetzt starten wir aber auch dann direkt in den zweiten Slot mit unserer lieben Nadine, die jetzt ja schon eben ein tolles Porträtfotoshooting gemacht hat. Und bei Porträtfotografie ist es natürlich auch wichtig, dass Fotograf und Model miteinander kommunizieren, damit wir eben dann auch hinterher das Bild haben und das rauskommt, was wir haben wollen. Und dass das natürlich nicht immer so einfach ist, gerade wenn wir Models haben, die vielleicht jetzt nicht so erfahren sind, wie wir es eben hatten, die jetzt nicht die absoluten Profis sind, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach herauszufinden, wie kommuniziere ich und wie bekomme ich die Posen. Und da wird Nadine uns jetzt hoffentlich ein paar Tipps und Tricks verraten. Ich bin schon sehr gespannt. Genau, das war die perfekte Einleitung. Und zwar geht es jetzt darum, wie arbeite ich mit einem Model, was vielleicht schon mehr Erfahrung hat und wie arbeite ich mit einem Model, was weniger Erfahrung hat. Und wir haben da eine ganz realistische Situation uns zusammengestellt. Wir machen nämlich gleich ein Shooting mit zwei Models und zwar einmal mit Tigi. Das ist ihr erstes professionelles Shooting. Wir shooten sie gleich so ein bisschen ein und geben ihr alle Tipps mit, die sie braucht, um zu modeln oder einfach um sich wohl vor der Kamera zu fühlen. Das funktioniert natürlich auch mit allen Privatleuten, die einfach schöne Bilder von sich haben wollen. Gut. Und danach machen wir dann noch den Kontrast und arbeiten mit Melissa. Melissa arbeitet als professionelles Model und hat schon ganz viele Shootings gemacht. Und da will ich dann einmal aufzeigen, was sind so für Unterschiede, worauf achte ich bei den verschiedenen Kundenarten, Modelarten, wie auch immer, was auch immer es für eine Situation ist. Genau. Genauso wie eben fangen wir hier an mit der Vorbereitung. Da möchte ich ein bisschen drüber reden, weil mir das immer super wichtig ist, dass man gut vorbereitet ist für das Shooting. Wir nehmen mal das Beispiel, eine von den beiden ist jetzt meine Kundin, wir sagen mal Tigi, und die kommt zu mir und sagt, hi, ich möchte gerne meine ersten schönen Bilder machen. Ich mag es ganz gerne, Fotos von mir zu machen, aber ein professionelles Shooting hatte ich noch nie, was mache ich? Dann sage ich, okay, wir machen jetzt das Shooting, aber was möchtest du denn? Also mir ist es immer super wichtig, dass ich vorher abchecke, egal ob Kunde oder einfach Freund, mit dem man Fotos macht oder Freundin, was möchtest du? Ich würde jetzt auf jeden Fall mir vorher immer Beispielideen von der Person schicken lassen, Outfit-Ideen von der Person schicken lassen, einfach damit ich vorher weiß, okay, was für ein Setting funktioniert da. Brauchen wir vielleicht noch Kleidung, die dazu passt? Weil ich finde, die gute Kleidung ist einfach das A und O für ein Model, um sich wohlzufühlen. Das erleichtert mir auch einfach die Arbeit, wenn ich vorher schon weiß, das Setting funktioniert gut und ich habe alles da, was ich brauche. Ja, das haben wir jetzt, sage ich mal, in der Vorbereitung schon gemacht. So könnte jetzt zum Beispiel ein Moodboard aussehen, ist ein bisschen groß, wir sagen mal, das könnte jetzt ein Moodboard sein. Das sind jetzt einfach Beispielbilder von meinen Setcut-Shootings. Ah, das wollte ich am Anfang sagen. Ich mache ganz viele Setcut-Shootings beruflich. Und da kommt die Idee her, jetzt diesen Workshop zu machen. Also das ist jetzt wirklich quasi aus meinem Arbeitsalltag aufgegriffen. Wir haben oft Leute, die noch nie vor der Kamera standen und sagen, ich möchte modeln. Was tue ich? Kannst du mir helfen? Genau, das sind Beispielbilder dafür und das könnte ja jetzt auch irgendwie, ein Bild davon könnte jetzt auch zum Beispiel aus Tigis Moodboard sein. Sie sagt jetzt, ich möchte ein cooles Fashion-Shooting haben für meinen Instagram-Account, also irgendwie zum Beispiel sowas und das machen wir. So, dann, wir stellen uns weiter vor, sie kommt jetzt zu mir zum Shooting. Dann habe ich im Studio immer eine Kleiderstange mit Basic-Klamotten. Egal, ob das Model was mitgebracht hat, ich sage immer, bringt lieber alles Mögliche mit, lieber zu viel als zu wenig. Wir haben immer ein paar Basics da, die für Models gut funktionieren, um damit zu arbeiten. Da wollte ich erstmal ein bisschen drüber erzählen. Für mich ist nämlich ein gutes Basic-Outfit, was an ganz vielen Leuten funktioniert, zum Beispiel so eine Blazer-Kombi, die Tigi jetzt anhat. Da fehlt nur noch der Blazer, der liegt noch da. Aber sie hat jetzt einfach eine entspannte Hose, damit sie sich auf jeden Fall wohl darin fühlt, ein bisschen größeren Blazer. Ich mache immer sehr gerne eine Kombi aus einem engen Oberteil, damit man so ein bisschen ja, die Figur von der Kundin auch erkennt und einem weiteren Teil, weil das einfach hilft, um damit zu spielen, um sich wohlzufühlen, damit man nicht direkt ganz
eng da steht und das Gefühl hat, man sieht alles an mir und ich werde die ganze Zeit beobachtet. Dafür ist das immer eine ganz gute Lösung. Also das ist jetzt ein Beispiel dafür. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut tatsächlich aus an den Beispielbildern, die ich da rausgesucht habe. Wir haben ganz oft ein enges Teil und dann was Lockeres darüber oder hier zum Beispiel eine weite Hose und ein enges Oberteil. Das ist für mich immer ein ganz gutes Basic. Muss jetzt nicht eine Blazer-Kombi sein, aber so in die Richtung. Das ist ganz gut. Also das habe ich auf jeden Fall alles da. Auch zum Beispiel so ein Oversize-Blazer, wie Melissa den jetzt anhat. Der ist auch bei mir aus dem Studio. Sowas wie eine bequeme Jeans ist auch immer eine gute Sache. Das lasse ich die Kunden meistens selber mitbringen, weil eine Jeans hat fast jeder zu Hause. Paar Stiefel, paar hohe Schuhe, sage ich auch, entweder bringt es mit oder ich habe es da. Aber das finde ich immer super wichtig. So, dann ist Tigi jetzt zu mir gekommen und wir würden jetzt erstmal testen, okay, welche Outfits nehmen wir. Sie würde die erstmal anprobieren und gucken, worin fühle ich mich wohl, was passt mir gut. Das finde ich super wichtig. Ich möchte niemanden bei meinen Shootings verkleiden und ich bin der Meinung, dass man das auch auf den Bildern nachher sieht, ob die Person sich darin wohlfühlt oder nicht. Und dann habe ich auch immer noch ein bisschen Schmuck da. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Man wird das wahrscheinlich semi-schwer erkennen jetzt auf so einem großen Bildschirm, aber ich habe hier ein paar größere, auffälligere Ohrringe. Die werten einfach immer ganz gut und schnell ein Outfit auf. Da habe ich auch noch ein Modell davon. Ist jetzt falsch rum, egal. Und wir haben auch immer Basics da, sowas wie Kreolen, Ringe. Ich finde immer, sowas da zu haben, gibt mir Sicherheit und auch dem Model Sicherheit. Dann hat es immer ein bisschen einen Fokus, was um sie rum ist oder um ihn rum ist, ohne dass es direkt man selber ist. So. Und diese Zeit, die ich jetzt für die ganze Vorbereitung genutzt habe, um die Outfits abzustimmen und so, die finde ich auch immer super wichtig, um das Model kennenzulernen. Also gerade bei Anfängermodels finde ich es super wichtig, dass man eine schöne Atmosphäre hinkriegt, wo sich alle wohlfühlen, wo man sich so ein bisschen kennenlernt. Ich frage immer vorher, wie viel Erfahrung hast du schon, damit ich mich darauf einstellen kann, wir ein bisschen ins Gespräch kommen und man erstmal eine gute Grundarbeitsatmosphäre hat. So. Die haben wir jetzt erzeugt, sage ich jetzt einfach mal. Es ist übrigens auch eine echte Situation. Wir haben wirklich noch nie zusammen geshootet, also wir haben das nicht gefaked. Wir wollten, dass es, oder ich wollte, dass es ganz echt bleibt und ihr wirklich sehen könnt, wie kann es laufen. Wir haben nichts vorbereitet, also ich schon, aber Tigi weiß von nichts. Die kommt jetzt einfach hier hin und startet mit mir. So, umgezogen hat sie sich schon, wie man sieht. Wir begeben uns jetzt mal so langsam in Shooting-Position. So, wir starten jetzt tatsächlich hier mit einem ganz basic weißen Hintergrund. Ich finde, der funktioniert einfach immer, vor allem, weil es ja bei so Shootings, wie wir jetzt machen, bei so Setcut-Shootings oder Porträt-Shootings, soll es ja um den Menschen gehen. Wir wollen nicht von ihr ablenken, deswegen ganz basic weißer Hintergrund, basic weißes Outfit und du kannst einfach mal auf den Hintergrund drauflaufen. Vielleicht ist es auch sonst schon jemandem aufgefallen. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, wir starten ohne Licht. Also einfach nur mit ganz normalem Tageslicht, was hier gerade gegeben ist. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber ich glaube, das ist auch ganz schön, um mal zu sehen, wie kann eine Arbeitssituation aussehen, wenn ich noch gar nicht so viel Equipment zu Hause habe. Und hier geht es jetzt erstmal darum, wie das Posing funktioniert. Nicht um das perfekte Licht, nur dass sich da keiner wundert. Deswegen arbeiten wir jetzt einfach mit Tageslicht. So. Und wir fangen jetzt einfach mal ganz locker an zu shooten. Sie hat jetzt erstmal noch keine Blazerjacke an. Ich drücke ihr die aber gleich in die Hand. Dann kann man vielleicht auch schon ganz gut erkennen, warum ich das ganz gerne mache. Mit Jacken und ein bisschen lockereren Oberteilen. Und zwar starten wir jetzt sitzend. Du kannst dich einfach erstmal hinsetzen. Ich finde immer, das ist eine ganz entspannte Pose, die keinen überfordert, wo sich die meisten Menschen wohlfühlen. Und so eine sitzende Pose gibt immer schon ganz viel her. Und ich sitze auch immer auf dem Boden rum. Nicht wundern. So, sehr gut. Du sitzt schon ganz entspannt. Du kannst noch ein bisschen vorrutschen und dich so auf die Mitte vom Hintergrund erstmal setzen. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich weiß ja nicht, wie es wirklich ist. Du fühlst dich jetzt gerade noch nicht so wohl vor der Kamera, ist noch ein bisschen ungewohnt. So, deswegen
erzähle ich dir jetzt erstmal alles Mögliche, was du so wissen solltest, damit das gleich entspannter wird und ich nicht so viel zwischendurch reden muss. Das mache ich tatsächlich immer ganz gerne. Ich halte erstmal ganz kurz einen kleinen Mini-Vortrag, damit du weißt, was dich erwartet. Ich rede aber natürlich auch während dem Shooting gleich noch weiterhin mit dir, aber dann sind es nicht mittendrin ganz viele Informationen, sondern du hast erstmal alle Basics. Wir starten erstmal beim Gesicht. Also wir fangen jetzt auch von der Pose erstmal relativ nah an, damit du dich erstmal nur auf dein Gesicht konzentrieren kannst. Setz dich doch mal irgendwie so hin, dass du so wirklich ganz, ganz entspannt sitzt. Ja, sehr schön. Okay, jetzt haben wir erstmal eine entspannte Sitzposition, aber es geht jetzt erstmal ums Gesicht. Ich sage immer ganz gerne, ich gebe dir so ein paar Basic-Posen vor, in denen kannst du erstmal bleiben. Aber du kannst jetzt erstmal anfangen, damit dein Gesicht so ein bisschen einzuschuten. Was immer ganz viel ausmacht, ist, wenn du einfach dein Kinn mal ein bisschen hochnimmst, mal ein bisschen runternimmst während dem Shooting. So ein kleiner Gesichtschange-Winkel bringt schon oft ganz viel. Auch um selber herauszufinden, wie finde ich mich schön, wie gefalle ich mir, was funktioniert bei mir gut. Also immer Kinn ruhig ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Du kannst auch gerne während dem Shooting die ganze Zeit in Bewegung bleiben. So, und dann kannst du mal probieren, deine Lippen manchmal so ein bisschen zu öffnen. Du kannst auch gerne lachen und da einfach ein bisschen abwechseln und ein bisschen rumprobieren. Du kannst dann auch danach, später im Verlauf des Shootings, gerne deine Hand dazu nehmen. Da ist nur immer so eine Faustregel. Versuch immer, dass du dir nicht zu sehr ins Gesicht reindrückst. Du kannst gerne mal nachmachen, weil ich glaube, die Leute sehen dich besser als mich. Genau, also eher leicht auflegen. Oder antäuschen, hat sie jetzt gesagt, genau. Nur nicht dir irgendwie eine Delle in die Wange drücken, das ist immer so ein ganz guter Rat. Genau. Wenn man das komisch findet, mit dem Lippen ein bisschen aufmachen, da ist immer ein Trick, den man ausprobieren kann, den Mund geschlossen zu halten, relativ geschlossen und versuchen, so ein bisschen von innen da durchzupusten. Dann hat man immer so eine ganz entspannte Mundposition. Bei dir funktioniert das zum Beispiel super. Aber für Leute, für die das erstmal super weird ist, ist es immer ein ganz guter Tipp. Einfach mal so von innen gegen die Lippen pusten und probieren, was dabei rauskommt. So, okay, jetzt weißt du schon mal das. Und jetzt starten wir erstmal ganz nah. So, mit den ersten Shots. Ich mache noch kurz meine Kamera ein bisschen heller, damit ihr auch was sehen könnt. So, das sieht gut aus. Kurz gucken, ob die Bilder auch ankommen. Ja, sehr gut. Okay, und wir starten jetzt erstmal so ganz nah, ganz entspannt. Und du konzentrierst dich erstmal auf dein Gesicht. Kannst dich gerne ein bisschen bewegen, aber erstmal ganz entspannt. Sehr schön. Leg mal den Arm ruhig runter, der ist mir gerade schon ein bisschen sehr im Fokus. Wir bleiben mal nur beim Gesicht. Ja. Sehr schön. Das ist jetzt übrigens auch eine Einführung, die ich vor allem bei Beauty-Shootings gerne mache. Der TV möchte sich abschalten. Ja, sehr gut, weil es bei Beauty-Shootings natürlich besonders ums Gesicht geht oder auch bei klassischen Porträts. Perfekt. Jetzt kannst du dich mal ein bisschen seitlich drehen. Wir bleiben beim Gesicht, aber du kannst jetzt mal irgendwie so dich hinsetzen, vielleicht die Arme ruhig nach vorne. Genau, das mache ich ganz gerne, weil ich finde immer, dass die Schulter, wenn man die so ein bisschen vornimmt, so ganz schön das Gesicht umrahmt. Macht bei den meisten Leuten auch eine schöne gerade Körperhaltung, wenn die sich so hinsetzen müssen. Genau, du kannst jetzt immer das Kinn ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Bisschen rumprobieren. Das ist jetzt eher so eine klassische Porträtsituation. Sehr schön. Oh, und eine Sache machst du auch ganz richtig, die ich vergessen habe zu erwähnen. Ich sage auch immer meinen Kunden, ihr müsst nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken, sondern es ist manchmal für Bilder auch total spannend, wenn man nicht gerade in die Kamera guckt. Sehr schön. Weil das ist nämlich immer was, was Leute super oft denken, wenn die das erste Mal ein Shooting machen, die denken, ich muss die ganze Zeit in die Kamera gucken. Aber nö, muss man nicht. Aber jetzt kannst du vielleicht mal in die Kamera gucken. Sehr schön. Okay. Fühlt sich noch komisch an oder ist es okay? Also es geht eigentlich, sagt sie. Sehr gut. Okay. So. Jetzt waren wir ja eh noch relativ nah. Aber nee, wir machen erstmal einen Testshot. So. Ich mache jetzt erstmal einen Shot Ganzkörper. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter raus. Das Gesicht ist jetzt schon ein bisschen aufgewärmt. Normalerweise würde ich das ein bisschen länger machen, aber wir wollen hier das Ganze ja nicht unnötig strecken. Genau.
So, und jetzt würde ich hier schon merken, da müsste ich jetzt ein bisschen drauf achten, dass wir das Oberteil gerade ziehen und so. Das spare ich mir jetzt aber, weil ich gebe dir jetzt einfach einen Blazer. Dann kannst du dich mehr auf dich konzentrieren. Den kannst du einfach mal überziehen. Genau. Fühlst du dich jetzt so wohler mit dem Blazer drüber? Ist das für dich entspannter? Ja. Okay. Sie sagt, es ist mehr angezogen und ein bisschen besser, aber es war beides okay. So. Aber es gibt viele Leute, für die ist das deutlich entspannter so. So, jetzt kannst du dich auf jeden Fall ganz auf dich konzentrieren. Wir fangen jetzt ein bisschen an mit Ganzkörperposen. Aber trotzdem erstmal sitzend, weil ich finde, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es den meisten Leuten leichter fällt, wenn die erstmal sitzen. Dann hat man direkt irgendwie eine bekanntere Position, als wenn man so gerade vor einer Kamera steht. Setz dich mal so ganz entspannt hin, so wirklich so wie ich. Genau, Hände kannst du so gut einfach ein bisschen hängen lassen. Sehr gut. Okay. Und in der Position machst du jetzt mal alle Tipps, die wir eben hatten fürs Gesicht. Denk aber gar nicht so viel drüber nach. Ne? Du bewegst dich jetzt einfach mal ein bisschen. Und jetzt nimmst du aber noch deinen Körper dazu. Du kannst aber einfach ganz leichte, entspannte Bewegungen machen. Also einfach nur den Arm zum Beispiel mal von der Mitte mal aufs Knie setzen. Einfach so ganz entspannte Bewegungen, die dir gerade in den Kopf kommen. Gar nicht so viel drüber nachdenken. Wenn mir was auffällt, dann sage ich dir das schon. Sehr schön. Lass jetzt mal beide Hände einfach vorne in der Mitte fallen. Ruhig noch mehr. Und so shooten wir uns jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter ein. Sehr gut. Und der Vorteil an sowas wie einer Jacke ist jetzt, dass du jetzt zum Beispiel den Blazer so ein bisschen über die Schulter fallen lassen könntest. So geben wir dem Bild ein bisschen mehr was Interessantes. Sieht noch ein bisschen cooler aus, ein bisschen lockerer. Ja, finde ich sehr cool. Und jetzt kannst du mal ausprobieren, sogar noch ein bisschen mehr zu hängen. Kannst mal richtig, richtig cool hängen. Genau. Sehr schön. Kannst jetzt gerne auch mal ein bisschen lachen zwischendurch. Sehr schön. Und damit es jetzt nicht zugehangen wird, da braucht man ja meistens immer nur so ein Bild von, kannst du jetzt mal dich so hinsetzen, also mit dem Arm auf einem Knie. Yes. Sehr gut. Und wir machen mal so weiter. Ich würde ruhig den Blazer trotzdem ein bisschen über die Schulter fallen lassen. Ja. Sehr schön. Okay. Was ich sonst auch super gerne mache, weil das bei ganz vielen Leuten vorteilhaft aussieht und viele Leute das mögen. Du kannst dich mal so auf die Seite legen. So. Ist egal. Ist erstmal egal. Genau, rutsch mir nur am besten noch so ein bisschen zur Mitte, dass du dein Kopf nicht gleich aus dem Hintergrund hängt. Genau. Sehr gut. Und da kannst du jetzt die Hand in der Mitte mal auf dem Boden vorne liegen lassen, mal so ein bisschen zu mir nach vorne strecken. Kannst auch mal den hier so ein bisschen selbstbewusster in die Schulter legen. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Du kannst jetzt auch mal probieren, deine Haare so ein bisschen auf die Seite rüber zu schmeißen. Sieht sehr schön aus. Okay. Und so shooten wir jetzt erstmal ein bisschen. Es ist für die meisten eine relativ entspannte Pose, aber es sieht schon ein bisschen besonderer aus, finde ich immer. Sehr schön. Kannst jetzt auch mal so ein bisschen den Kopf nach hinten fallen lassen und die Augen zumachen. Sehr schön. Was ich immer ganz gerne mache, ich glaube, das merkt man schon ganz automatisch, ich versuche ständig Feedback zu geben, weil ich finde, oder habe das Feedback bekommen, dass Models das ganz angenehm finden, wenn man nicht jemand Schweigenden sich gegenüber sitzen hat. Sie sagt, das hilft ungemein. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Sehr cool. So machen wir noch mal ein bisschen weiter. Kleines Zeitupdate vielleicht für zwischendurch. Wir haben noch so 20 Minuten ungefähr. Perfekt. Okay. So, jetzt haben wir schon mal zwei sitzende Posen und ich glaube, du bist ganz gut eingeshootet. Okay, dann gehen wir zu stehenden Posen über, weil das sind immer die, die den meisten Leuten ein bisschen schwerer fallen. So,
Da gebe ich auch immer ganz gerne die Basic-Anweisungen, versuche in Bewegung zu bleiben. Meistens sehen ganz statische Sachen für den Anfang, sind einfach ein bisschen schwierig. Deswegen kannst du versuchen, einfach die ganze Zeit so ein bisschen eine Basic-Bewegung zu machen, immer so ein bisschen mit der Hüfte von links nach rechts. Kannst dann auch manchmal die Arme so ein bisschen mitschwingen lassen. Genau, damit können wir einfach erstmal starten. Ja, kannst ruhig noch mehr Bewegung machen. Sehr schön. Jetzt nimm mal eine Hand und leg die so hier an den Hals. Genau, sehr schön. Super. Und so machst du jetzt mit deinen Bewegungen ein bisschen weiter. Sehr schön. Und wir sehen schon, wir kriegen mit ganz einfachen Bewegungsmustern ein paar coole, lockere Bilder von ihr. Sehr gut. Cool. Okay. Dann gehen wir weiter und ich gebe dir ein paar mehr Posing-Ideen. Was du immer super gut machen kannst, nimm dir irgendein Teil, was du gerade anhast und stell dir vor, du präsentierst das jetzt. Weil so kriegst du immer auf einfache Weise ganz viele Posing-Ideen. Wir nehmen jetzt mal den Blazer. Den lassen wir jetzt einfach mal, also du kannst mal mit einem Arm rausgehen und wir lassen den Blazer nur auf einer Seite hängen. Genau, und jetzt stellst du dir vor, du präsentierst jetzt diesen Blazer. So, du zeigst, wie schön er ist. Du kannst ihn einfach immer wieder festhalten, so ein bisschen daran langstreicheln. Kannst auch mal beide Hände dazu nehmen. Und so postest du jetzt einfach mal ein bisschen. Und wir gucken mal, was dabei rumkommt. Sehr, sehr schön. Kannst jetzt auch mal nach da gucken wieder, dass du nicht nur zu mir guckst. Und jetzt kannst du den Blazer mal ausziehen. Zwischen die Hände nehmen und einfach vor dir rumbaumeln lassen. Genau. So, und ich gehe jetzt ganz Körper. Du machst einfach so weiter. Sehr gut machst du das. Und jetzt können wir ruhig mal ein paar lachende Bilder in der Position machen. Ist ja ein bisschen eine witzige Pose, wie du hier gerade deinen Blazer durch die Gegend schmeißt. Kannst auch ruhig mal zu mir lachen. Sehr schön. Nimm jetzt mal eine Hand so ein bisschen in die Hüfte. Ja. Fühlt sich das komisch an oder ist okay? Ist okay. Ist eigentlich egal. Probier einfach mal rum. Sehr cool. Bleib mal so, wie du bist von der Pose, aber dreh dich ein bisschen seitlicher jetzt. Ja, genau. Und jetzt mal ganz cool und einfach nach da gucken. Sehr cool. Okay. Und ich glaube, dann haben wir deinen Teil auch abgeschlossen. Ich glaube, wir haben ganz gut gezeigt, wie man so ein Model beim ersten Shooting durchleiten kann und schon viele verschiedene Posen hinkriegt. Also jetzt gut in 15 Minuten haben wir, glaube ich, schon ganz gut was hingekriegt. Sehr gut. Okay. Für dich heißt das dann, du bist fertig. Und wir machen mit Melissa weiter. Genau, einen Applaus für Tigi. Hast du wirklich sehr gut gemacht. Also du hast mir den Job erleichtert heute. So, wir machen mit Melissa weiter. Du kannst ruhig schon mal aufstehen und ins Set laufen. Ich mache jetzt hier einen Mini-Licht-Switch, einfach damit wir nicht die ganze Zeit das Gleiche haben. Aber wir bleiben bei super easy Licht-Settings. So, wir gehen jetzt nämlich mal davon aus, die ganzen Basic-Bilder, die hat Melissa schon. Melissa möchte jetzt was richtig Cooles haben und was richtig Besonderes. Und deswegen machen wir jetzt ein bisschen ein fashionlastigeres Shooting. Ein bisschen, ja, mit extremeren Posen. Wir fangen aber erstmal ganz entspannt an. Wir haben bei Melissa auf jeden Fall auch das Motto angewandt, ein enges Teil und darüber was Lockeres, damit sie damit spielen kann. Ihr wird es jetzt aber wahrscheinlich leichter fallen, verschiedene Posen zu machen, deswegen wird sie den Blazer nicht immer brauchen. Wir ziehen ihn nachher auch mal aus. So, was jetzt für mich, ich drehe mich mal kurz um, damit ihr mich nicht die ganze Zeit nur im Rücken seht, was jetzt für mich ein Unterschied ist beim Profi-Model, ich kann ausgefallenere Posen ausprobieren. Ich kann ihr wahrscheinlich ausgefallenere Anweisungen geben und sie wird die umsetzen können. Das fordere ich bei Anfängern gar nicht, weil ich will sie nicht überfordern.
Um mich selber auf sowas vorzubereiten, habe ich da auch, so wie schon bei meinem ersten Shooting, immer ganz gerne so einen kleinen Spickzettel. Den habe ich auch hier. Und zwar heißt das für mich, ich mache eigentlich immer vor jedem Shooting, gehe ich mal ganz schnell auf Pinterest oder Instagram oder was auch immer und screenshotte mir einfach ein paar Posen, wo ich denke, okay, die sind ganz gut. Bei ganz vielen Shootings benutze ich das gar nicht. Da gucke ich nachher nicht aufs Handy und das funktioniert so schon alles ganz gut mit dem Model. Aber mir persönlich hilft es total, sowas zu haben, damit ich einfach weiß, okay, falls uns nichts mehr einfällt und wir kommen nicht mehr weiter, habe ich immer was in der Hosentasche, wo ich mal kurz gucken kann und sagen kann, hey Melissa, lass doch mal die Pose machen. Und das werden wir jetzt auch machen, weil das ganz Standard-Shooten, das haben wir ja jetzt schon gezeigt. So, wir fangen jetzt einfach erstmal an mit der Pose ganz rechts. Die ganzen Standardposen, stellen wir uns vor, haben wir jetzt schon abgehandelt. Deswegen kannst du dich einfach erstmal so ein bisschen wie die Frau rechts hinstellen, so ein bisschen seitlich. Und wir nehmen da jetzt einfach die Inspo davon, dass die an ihrem Oberteil zieht. Du hast jetzt nicht so viel Stoff, aber du kannst ja zum Beispiel an deinem Blazer ziehen. Das ist jetzt einfach die Inspiration, die wir aus diesem Bild nehmen. Also bei mir geht es gar nicht darum, das Bild genau nachzumachen, sondern es geht darum, okay, ich nehme diesen Gedanken als Inspiration für das Bild. So, Moment, schließ das mal ganz kurz, damit ihr gleich auch sehen könnt, was wir hier tun. So. Wir haben super hartes Licht, das habt ihr wahrscheinlich schon beobachtet. Ich finde, zu so einem Fashion-Shooting passt das ganz gut. So. Moment, ich mache mal ganz kurz einen Testshot fürs Licht, aber ich glaube, das ist schon ganz gut. Ja, einen Testshot mache ich sowieso auch immer ganz gerne, einfach damit das Model einmal sehen kann, okay, wie sehe ich überhaupt aus? Okay, und dann starten wir einfach mal. Sehr schön. Cool. Man sieht schon ganz gut, ich sage fast nichts und Melissa macht ganz viel. Das erleichtert mir natürlich die Arbeit, aber ich bin immer der Meinung, so ein Shooting ist eine Zusammenarbeit aus Model und Fotograf. Ich will ihr da nicht die Aufgabe alleine lassen, sich die Posen auszudenken, sondern wir machen das zusammen. Ich gehe jetzt mal mit der gleichen Idee Ganzkörper, weil ich fand, das funktioniert gut. Sehr cool. Aber wir sehen auch hier, Melissa nutzt den Blazer ganz viel. Also das ist immer ganz cool, sowas dabei zu haben. Jetzt hat sie viel, womit sie arbeiten kann. Okay, wir ziehen den Blazer einmal aus. Ich glaube, wir haben jetzt alle verstanden, wofür so ein lockeres Teil gut ist. Das muss natürlich nicht immer ein Blazer sein. Das könnte jetzt auch eine Bluse sein oder einfach generell ein lockeres Kleidungsstück. So, da ist meine Mut. Bei dem Bild ist natürlich das Schöne, dass man, also dass ich rede jetzt vom zweiten von rechts, dass man die Figur vom Model gut sieht. Deswegen passt da das Outfit jetzt ganz gut und die Pose ist so ein bisschen außergewöhnlicher. Was auch auffällt, ist, dass die Hand von, ich glaube, das ist Lena, ganz groß ist. Das heißt für mich, ich kann jetzt auch ein bisschen mehr fotografisch experimentieren. Ich werde jetzt auf 24 mm gehen von der Brennweite her. Und dafür ganz nah an dich dran, um einfach so eine beabsichtigte Fashion-Verzerrung hinzukriegen. Also du kannst mal, hast du das Bild gesehen? Ja, genau, du kannst mit deiner Hand so ein bisschen in meine Richtung strecken. Genau. Sehr schön. Und so klappt das ganz gut. Ich kann auch mal kurz den Unterschied zeigen. Wenn ich jetzt ein bisschen eine nähere Brennweite habe, dann habe ich das nicht ganz so extrem, wie wenn ich jetzt... Ah ja, Moment, wir machen Capture One auch wieder auf, sonst seht ihr gar nicht, was ich tue. Ja, sehr gut. Ah, Moment, dann klicke ich einmal ganz kurz da drauf, dadurch, damit man sieht, was wir tun. Man sieht jetzt, wenn ich 24 mm Brennweite habe und nah dran bin, sie hat eine sehr große Hand und wir haben einen coolen Fashion-Effekt.
Okay, wir machen mal noch ein bisschen so weiter. Ich könnte jetzt auch noch mehr übertreiben und noch näher dran gehen. Muss wieder ein bisschen aufpassen, dass ich mir nicht selber ins Licht laufe. Ja, sehr cool. Okay. Sehr gut. Das funktioniert also gut. Und wir machen mal zum Schluss von meinem Inspo-Board noch diese zweite Pose von links, wo du so komisch auf dem Boden sitzt. Ich finde, das ist jetzt einfach ein gutes Beispiel. Kannst dich einfach schon mal auf den Boden setzen. Für eine Pose, die man jetzt vielleicht selber gar nicht so im Kopf hatte, weil das jetzt nichts Normales ist. Aber ich finde, die Silhouette kommt da super schön raus. Ich finde es auch ganz spannend, dass man ihr Gesicht gar nicht sehen kann und das Kinn nach hinten geworfen ist. Ja, finde ich schon cool. Du kannst aber ruhig zu mir gucken. Wir machen nicht nur Bilder, wo man nur dein Kinn sieht. Ich mache das mal ein bisschen von oben. Das ist jetzt auch was, was ich vielleicht bei jemandem, der das erste Mal vor der Kamera steht, nicht unbedingt machen würde. Da probiere ich immer ein bisschen auf Augenhöhe zu bleiben. Ja, wir brauchen nochmal Capture One. Ich bin zu sehr im Shooting-Modus. Ich merke gar nicht, dass ihr nichts sieht. So, jetzt aber. Genau, das ist jetzt was, was ich eher bei jemandem Erfahreneren nur machen würde, weil sich da nicht jeder mit wohlfühlt. Ja, aber ich finde, das sieht sehr cool aus. Okay. Und was ich jetzt machen würde bei einem Profi, ich würde sie einfach machen lassen. Sie kann einfach mal ein paar Posen machen, die sie cool findet. Aber ich gebe mal ganz gerne so die Richtung vor. Also so, wir sind jetzt eher in Bodenrichtung oder wir sind jetzt eher in Stehrichtung. Du kannst ja einfach mal so ein bisschen weitermachen. Wie viel Zeit haben wir noch? Zeit haben wir noch exakt eigentlich... Eigentlich nur, wir sind eigentlich bis 18 Uhr, aber da wir heute letzte Slot sind, hast du eigentlich Zeit, solange du möchtest. Also auch sofern okay. Jetzt noch Fragen sein sollten, immer gerne her damit. Genau, natürlich sehr gerne. Chat, wir waren jetzt die ganze Zeit mit dem Rücken und haben viel geshootet. Falls Fragen sind, immer melden. Immer gerne melden und im Prinzip habt ihr Zeit, solange wie ihr das habt. Alles klar. Okay, dann machen wir noch ein paar Posen auf dem Boden. Du kannst einfach mal machen, worauf du Lust hast. Rutsch aber ruhig noch mal ein bisschen nach hinten. Genau, wir shooten jetzt einfach mal so, wie wir es normalerweise würden, damit man einfach einmal sieht, wie das funktioniert. Sehr, sehr cool. Bleib ruhig nochmal so. Hier mache ich jetzt wieder meine Perspektivverzerrung. Oh, ich habe meinen Ton verloren, das ist nicht so gut. Sehr cool. Arbeite ich übrigens mit einem Zoom-Objektiv, das hat man wahrscheinlich schon gemerkt. Das mache ich vor allem bei Profis immer sehr gerne, weil ich dann die schnellen Bewegungen besser mit verschiedenen Brennweiten einfangen kann. Sehr schön. Cool. Das klappt sehr, sehr gut. Lass uns noch eine kurze Runde, eine Minute stehend machen, damit man da nochmal sieht, wie wir zusammenarbeiten würden. Ich gehe hier gerne, vor allem bei Fashion-Shootings, ganz weit runter und fotografiere von weit unten, damit die langen Beine noch ein bisschen länger werden. Normalerweise würde ich jetzt den Hintergrund noch so einen Ticken höher machen, weil Melissa einfach sehr groß ist. Das ignorieren wir jetzt einfach mal, dass man da hinten noch die anderen Rollen sieht. Sehr schön. Hier probiere ich dann auch ganz gerne verschiedene Perspektiven aus. Also ich könnte jetzt auch mal von ganz weit oben fotografieren. Sehr cool. Okay. Und dann habe ich noch einen letzten Tipp, den ich geben wollte oder zeigen wollte. Wo ist dein Hut? Hier ist dein Hut. Auch bei einem Profimodel hilft es manchmal noch ein zusätzliches
Accessoire zu geben, womit sie arbeiten kann, um den Look ein bisschen abzuwandeln. Und das kann schon im Posing ganz, ganz viel Unterschied machen. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, setz den mal auf den Kopf, halt den mal in der Hand, probier mal mit den Bändern rum. Gerade so ein Hut ist super, weil der ganz viele Möglichkeiten hat, womit sie arbeiten kann. Sehr cool. Ich wende hier jetzt auch so ein bisschen meine Tipps aus dem ersten Workshop an und nehmen Sie mal nicht direkt in die Mitte, damit wir ein bisschen einen anderen Bildausschnitt haben. Sehr cool. Und willst du für ein paar Shots den Hut einfach noch mal in die Hand halten und uns zeigen, was da so möglich wäre? Aus dem Live-Chat. Und zwar wäre jetzt die Frage, wenn du ein männliches Model hast, ob du da die Vorgehensweise quasi ähnlich machen würdest oder würdest du da ein bisschen was ändern? Grundsätzlich würde ich das eigentlich genauso machen. Also auch die Tipps mit der Kleidung, die funktionieren bei männlichen Models eigentlich genauso. Ich überlege gerade, nee, würde ich eigentlich genauso machen tatsächlich. Alles klar. Ja. Sehr cool. Hier sieht man jetzt, der Hut mit den Bändern, wenn sie den wirft, bringt richtig cool Dynamik in die Bilder. Deswegen nutze ich auch gerne Sachen, die ein bisschen lockerer sind, unter anderem. Oder irgendwie lockere Elemente haben. Ja, sehr cool. Okay, und ich glaube, dann haben wir es auch. Vielen, vielen Dank. So. So, ja, dann ganz herzlichen Dank für diesen super interessanten Blick über die Schulter tatsächlich. Ich glaube, wir haben hier auch jede Menge wieder lernen und mitnehmen können. Das danke natürlich auch euch beiden vor allen Dingen und natürlich auch nicht zuletzt Dankeschön an das Publikum, sowohl online als auch vor Ort natürlich. War sehr, sehr schön, dass ihr dabei seid. Morgen früh geht es um 10.30 Uhr weiter, auch natürlich wieder wie gehabt im Livestream eben oder auch offline mit Luise Blumstengel, die wir zu Gast haben. Das wird sicherlich auch sehr interessant und vielen, vielen Dank. Einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen. Thank you.